da kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Also für euch den zweiten Teil, für mich ist das Spiel weitergegangen. Aha. An dieser Stelle. Mit eurer zaubernden Rock Valley. Sag mal hallo. Hallöchen. Bisschen am schwitzenden Georg Graubut in einer Runde Age of Mythology und wir gehen direkt wieder rein. Einklicken und los. Und, ja genau, wir waren aber bei Ägyptern dran und wir smacken die einfach weg. Es gibt doch kaum noch Gold. Ich gehe mal davon aus, dass das Gold ja auch weg ist. Oder so gut wie. Aber dadurch, dass auch keine Gegenwehr mehr kommt, ist das halt auch jetzt ein bisschen. Ja. Steigen. Die hängen wahrscheinlich, die KI hängt, würde ich behaupten. So, jetzt laufen wir erstmal durch, dass die Reichweite gepasst nachher. Dann fokussieren wir das raus. Wie ihr seht, der E-Damage geht auch aufs Haus. Wir haben auf den Bauern gezielt und der E-Damage ging aufs Haus. Wer ist der hier? Ah, das ist Hadel. Athen. Aber der ist ja noch fett im Rennen, so wie es aussieht. Der näher. Das war ein verzweifelter Bauern-Rush. Also, ihr könnt mit Bauern tatsächlich ein vollgepimptes, verstärktes, auch mit Relikten verstärktes Dorfzentrum töten. Wenn halt keine anderen Krieger kommen, sonst müsst ihr die rausfokussieren. Also, 20, 30 Dorfbewohner, normale, nicht gepimpte, können das schaffen. Das geht durchaus. So, mit gepimpt meine ich, dass die Atlanta-Helden sind. Das ist dann halt ein bisschen, ja. Aber wir haben eine Schneiderpanzerung von 99, also gegen Lagerungswaffen ist das die beste Schnitte, ganz ehrlich. Außer halt gegen Pfeile und normalen Schlagschaden. Ja. Er hat auch keine Sachen auf dem Wasser gefunden, ne? So, dann macht er direkt so, 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 so und so. Dann baut er das hier hin, baut das da ab, leert es die Hand leer und geht nach da. Mal machen. Oh, hier gibt's das gar nicht mehr. Na gut. Oh, ja, das ist auch witzig. Die Chinesen haben so einen Affenkönig und so einen Djinn. Und die Unsterblichen, die haben 8 Helden. Die können per se immer alles tragen. Und die sind ziemlich cool. So, dann machen wir das fertig und dann. So, ja, die haben wohl nichts mehr, so wie das aussieht. Oh, da war noch so ein kleiner Drache, der kann auch übers Wasser fliegen. Das ist ziemlich witzig. Als Spezialeinheit haben die Chinesen Feuerlanzenträger. Ziemlich cool gegen Gebäude. Das sieht so aus, als haben die auch nichts mehr. Das ist halt auch ein bisschen schade. Wenn das Garabeos stirbt, macht er so eine Miasma-Wolke. Schädigt nochmal die Gegner, das ist ziemlich cool. Und das ist halt eine lebende Belagerungswaffe, wie der Elefant. Also, die Ägypter haben da zweierlei. Das ist ziemlich cool. You
Ehrenherre. Diese ganzen Schweine müssen wir unbedingt mitnehmen. Also eigentlich brauchen wir sie nicht mehr, ne? Aber besser ist das. So, die werden wir erstmal hier kurz alle umlegen. Dann werden wir die hier unten hin marschieren lassen. Marschieren werden die auch. Marschieren lassen? Ja. Doch, Bewohner machen halt auch kontinuierlich sehr viel Schaden. So, die 18 Schweine lassen wir jetzt mal da weglaufen. Für die nicht vernichtet werden oder anderweitig zerstört oder so. So, du bist jetzt der heldenhafte Priester, der zurücklaufen darf. Ich hab sogar eine richtige Dorfsendung getroffen. So, ihr greift das da an. Du holst dir die Toten. Ja, die schmeißen halt so kleine Steine, ne? So, du bist auch derjenige, welche das zurückbringen darf. Das ist wahrscheinlich Reste aufwägen oder so. Ne, mein Freund, du hast eine andere Mission, kommst du ja. So. Ayo refer. Ayo. So, du mein Freund, hast auch eine weitere Mission. Dann sollten das ja auch voll werden mit den drei Reliquien. Du brauchst das auf. Und ihr macht die da weg. Greek. Ayo refer. In a jirek. Tayo. Greek. Tayo. Enito. Tayo. Enito. Ayo refer. Into you. Into you. Enito. Ayo refer. U-I-R. Ah, er will ja nochmal, er will es nochmal wissen. Die Priester sind nicht so gut zum Belagern. Aber Steine werfen können die trotzdem ziemlich lustig. Ihr geht erstmal nach da unten, ein bisschen wandern, das tut euch gut. Enito. UIR. Greek. Tayo. UIR. In which UIR. Tayo. Rig. Rig. Enito. 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 Enito.
So, wo haben wir denn nur eins von unseren Dingern? Boah, noch 55.000. Die heiligen Affen, die gehen mal scouten. Ja, es sieht so aus, als wäre das Restrampe. Das ist sehr schade eigentlich. Ja, weil die kein Gold mehr haben und wahrscheinlich über den Handel nicht genug reinkriegen. Das könnte jetzt sein. Aber er hat schön die Wächter gespawnt, der Athena. Immer den Priester. Hast du da noch ein Relikt? Nee. Können wir sehen. Wobei, ja, braun unten. Kann sein, dass nö, hat er nicht. Aber braun waren doch die, die da am meisten irgendwie. Oh, keine Ahnung. Boah. Da kommt doch nochmal ein Aufgebot. Oh, dieser Käfer. Das würde ich spielen. Kleiner brauner Grieche. Jetzt merkt er sich das nächste Opfer. Ja. Hm. Wenn es umsonst ist. Nimm mit, was du kriegen kannst. So ist es. Noch mehr Schweinske. Dann lassen wir jetzt auch dahin laufen, bevor die gekapert werden oder so. So. Da, den auch. Da sind immer noch diese zwei Schweine, ne, vom Anfang. So, dann ziehen wir hier einfach mal eine unnötige Wand. Das mache ich auch immer gerne. Den ganzen Katapulten auf die. Da drauf. So schnell, ey. Zap, 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 hoch. Zap, 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 hoch. Los. Let's go. So, was bringt er uns jetzt? Wenn der Weg länger ist, bringt natürlich mehr, aber dann laufen die auch weiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ja 786. Das ist schon. Ja, ordentlich, sage ich jetzt mal, ne? Mit so einem Turm hält halt was weg, ne? Speziell jetzt auch. Wurfzeugs. So, fünf Dinger. Fünf Relikte. Was der eine Bauer da jetzt will. Ini to.
In which you are. Na, doch mal ein paar Verluste noch gekommen. Oh, die zwei sind durchgekommen. In a Jirek. In a Jirek. UAE. Unterwegs eine Reliquie verloren gegangen, kann das sein? Ich sehe da nichts. Naja, schauen wir uns mal die Reliquien an, die wir haben. Drei Affen, Tempel-Erweiterung kosten weniger. Die Scheine sind widerstandsfähiger gegen mythische Einheiten. Bewohner laufen schneller. Mehr Lebenspunkte für die Bewohner, schauen wir uns gleich im Detail mal an. Angestärke von unseren Axtkämpfern sind erhöht. Kosten der Karawane ist reduziert. Kavalleriesoldaten sind schneller. Bogenschützen und sowas machen mehr, weniger Kosten. Bälle sind kostengünstiger. Mhm. Ist nie viel, aber ist halt jetzt das Zünglein an der Waage, je nachdem, ne? Mhm. Lebenspunkte von Kavallerieeinheiten. Belagerungskosten, Löwen. Ja. Lebenspunkte von unseren Axt. Wir haben ja gar nichts. Für einen Streitwagen dann in dem Fall. Geheimnis der Titan ist günstiger. Panzerung ist verbessert. Wir sammeln Holz und Gold schneller. Es gibt dann noch den Nibelungenring, dann kriegen wir immer ein bisschen Gold. Mehr Reichweite für Gebäude mit Angriffsstärke. Max Reichweite 20, okay. Produzieren einfach mal einen Priester. Damit wir das mal gesehen haben. Das heißt aber auch, er müsste einen mehr gekriegt haben. Zwei, okay. Weiß das jetzt mal raus. Ich hab da rausgeschossen. Ah, es war Angriffsstärke, ne? Entschuldigung, mein Fehler. 19. 20, ein Punkt. So, und dann waren wir ja bei Dorfbewohnern, ne? Grig. Wir haben 26 Leben mehr und 0,38 Laufgeschwindigkeit und halt die Panzerung ist mehr. Es ist halt, unter Umständen kann das was Lustiges werden, ne? Die Sichtweite der Speer ist höher. Ulfsachs und Hopliten machen, Sperrkämpfer machen mehr Schaden. Ja, wir kriegen mehr Gunst, das heißt, wir könnten eigentlich mehr da unten speichern. Aber naja. Jedem 2. 72 von 300. Ja, wir haben jetzt unsere Armee gerade verloren, ne? Komplett. Hier sind auch die Löwen und die ganzen anderen Sachen. Drei heiligen Affen hier, ne? Ja. Drei kleine Affen mit 40 Leben, 3-3 Geschwindigkeit, immun gegen Belagerungswaffen quasi, machen 5 Damage. Die sind jetzt nichts Außergewöhnliches, aber sie sind lustig zum Gegner nerven. Das sind einfach nur gammelige Löwen. Auch am Anfang, wenn du so eine Reliquie hast oder zwei Löwen hast, einfach GG, weil dann machst du halt auch definitiv Schaden. Oh. Ja, der wollte nicht mehr mitspielen, der ist müde. So. Ah, haben wir auch schon. Ganz viele Benjamin Blümchens. Mach, guck an. Die sind am Waldschnetzeln. Eigentlich sollten wir noch nicht angreifen, aber wir tun es trotzdem. Kommen wir mal zu den Wundern, die wir da oben noch haben. Ist, oder was? Bitte? Weil es nicht gesichtet ist, oder wieso? Nee, aber die weil haben ja ihre Units. Wir hatten ja noch nicht volle Einheiten. Diese paar stehen alle nur doof rum. Ja, weil die noch nicht getriggert sind. Aber wenn es jetzt tatsächlich mehr gewesen wären, ja,
hätte das noch ein Problem werden können, aber das kann man ja kontrollieren, wie viele Units die Gegner haben. 47.000, das zahlt sich auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute oder was. Wobei zwei gar nicht mitspielen, also kann man sich das ausrechnen. Das ist nicht viel. Die kiten jetzt das komische Schiff da weg. Die Dorfbewohner verprügeln jetzt dieses Ding da. Sollen sie eigentlich nicht, aber... Wir haben mehr Reichweite als das Dorfzentrum, deswegen ist das schon nicht schlecht. Wir machen im Dorfzentrum halt nicht so viel Damage, das ist halt ein bisschen schade. Da kommen die drei heiligen Affen. Komisch, dass sie da auch keinen auf Wasser gesetzt haben. Was meinst du mit Wasser? Naja, also vom Wasser angreifbar. Ja, ist er wahrscheinlich gemacht, aber wir haben ja im Prinzip 4 oder 5 Teams gehabt, ne? Oh Gott. Das arme in der Fännchen. Im Fännchen. Geht's. Der Wächterzauber ist auch ziemlich stark. Die haben relativ viel Leben und können halt schießen. Klingt jetzt seltsam, aber ja. Da hat sich Hellgrün doch nochmal gerettet. Aber dunkel. Nee, Hellgrün ist es nicht. Dunkelgrün. Dunkelgrün ist es. Hellgrün ist ja schon drauf. In which you are. Dann holen wir uns den mal ran hier. Chef. Ja, so ist halt auch verdammt viel aus, ne? Oh, Schubskreis. Und der andere da alleine? Okay. Anscheinend. Oh, was macht ihr denn? Dorfbewohner standen da ein bisschen schlecht. Oh. Okay, was waren die da an der Mauer? Die Schiffe. Achso. Die machen Damage dahin und dann ist das so. Fong. Da kommen die nächsten. In Into you.
Initu, Tayo. Kommt das kleine Girl. Intu. Blöd. Das wird ihr halt viel ausmachen, ne? Hm. Jetzt setzt du die ein Stück nach vorne? Ja, der Rest bleibt halt stehen. Okay. Intu. Ihr Errechte. Into you. Ear at you. Greg, you I air. Into you. Die Elefanten machen das halt, ne? In which you refer. In which at you. Ein Held gegen drei Elefanten. Ja doch, die Elite-Schleuderer haben die als Infanteristen. Das muss ich aus der ersten Folge mal revidieren. Also die haben trotzdem Bogenschützen, aber die Schleuderdinger sind da nicht so geil. Bis ich Braun da auch wieder anders Dorfzentrum zwecken will. Jojo. In which Klack. Und grün steht vor der Mauer. Ja, die flüchten, die haben noch ein Dorfzentrum. Die flüchten in den Tod? Jo, Dinge, die da passieren, ne? Into you. Gerrit. U-E-R. Ear at you. In which. Ear at you. At you. Hat zu. Mm-hmm. Into you. And which? You ask. Into you. At you. Hat zu. Into you. Gesundheit. Mm-hmm. Mit einem kleinen Sandwich. Das ist auch doof. Man kann mit der Mauer nicht ans Dorfzentrum bauen. Man kann aber ans Dorfzentrum ein Gebäude bauen und da dran eine Mauer. Nur mal drüber nachdenken, ganz kurz, ne? Kann dann eine wunderbare Verteidigungseinheit bauen. Bis zum Dorfzentrum. Das ist ziemlich cool. Hm. Ja. Oh man, nochmal 15 Kamele. Ganz viele Camels. Stirb. Tausche zwei Menschen gegen 5 Kamele. Mhm. So läuft das hier im Auenland. Oh, das Boot ist weg. Is that? Gerig. Gut. Jetzt hat da jemand Verstopfungen. Mhm. Weg mit dem Schiff. Wie so, 29.000 haben die jetzt noch. Da
Ja, die haben ja alles zugepflastert mit Marktplätzen. Deswegen. Ja. Hä, aber wo ist Braun? Ich sehe Braun gar nicht mehr. Du hast Braun eigentlich in der Ecke ausgehöbelt. Wie können die so viel noch haben? Werden wir sehen. Die haben noch nicht mal mehr ein Dorfzentrum. Wie können die in dem Ranking so weit oben sein? Weiß ich nicht. Into you. Was baut sich da wieder auf? Das ist Rot oder was ist das? Hm. Die sind eigentlich auch schon draußen. Wie kann denn Rot denn da im Wasser wieder stehen? Viele Gründe. Das ist doch deren Hafen. Wahrscheinlich. Aber wenn die einen Hafen noch haben, ja okay, dann müssten die Units alle tot sein, deswegen sind sie weg. In wet tile. Into you. At you. At you. At you. Tot. Hellblau ja, weg. So eine Feuerwall ist halt auch krass. Piu, 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 piu. Bin synchron. Ja. Poseidon wird fallen. Also unsere ersten Baureihe überlebt, hat überlebt eine Baumeisterin, eine weibliche Baumeisterin. Der komische Typ ist gestorben und alles andere auch, aber die haben überlebt. Richtige Überlebenskünstler. Haben von dem Ganzen auch nichts mitgekriegt. Waren nur am Goldschürfen. Mhm. Das ist, glaube ich, alles von den einzelnen Leuten, die... Die das immer wieder angefangen haben. Ja, ja. Und das siehst du ja halt worden. Nicht, ne? Wenn das halt null oder ein Leben hat, siehst du es halt nicht. Ja. Wahrscheinlich durch die Lücke, die da immer wieder war. Nur die hatten wahrscheinlich Sicht oder so. Ach, da steht noch ein Grüner im Wald. Da stehen noch mehr rum, ne? Siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht? Die warten da, bis sie Eintritt kriegen. Und die haben dir nochmal 1 Million Schiffe gebaut. Oh, die Karte ist so bunt, ich kann das... Ach, das ist dazwischen, okay. Weiß ist ja auch noch da, deswegen. Ja, das ist da. Unwich, Sandwich. Kachu. So, ihr macht das dann noch, dann so, so, so. Ja, jetzt gibt's hier nichts mehr. Sippy Campus Ding hole ich mir. Ja, und eigentlich gibt's noch nicht mehr viel zu erzählen. Eigentlich ist das Spiel genauso wie Age of Empires. Es hat nur andere Units und diesen klassischen Stein, schwere Papiere. Gehen wir jetzt einfach mal zu in den klassischen Kasernenbau. Lanze ist immer gut gegen Kavallerie. Das ist in den seltensten Spielen an. Also ich kenne kein Spiel, wo Lanze nicht gut gegen Kavallerie ist. Eine große Axt ist auch immer gut gegen Infanteristen. Den hat's gewundert. Eine große, schwere Waffe, die auf ein Schild prasselt und es bricht. Also das Schild, nicht die Waffe. Und so ein fliegender Stein. Gegen den ungepanzerten oder auch gar nicht gepanzerten Bogenschützen, dass das gut sein könnte. Hm. Und eine Person mit einem riesigen Dolch gut gegen den Stoffi ist. Das sollte auch klar sein, oder?
Und dass ein Typ auf dem Bogen, also Bogen an einem Typen auf dem Pferd oder auf dem Wagen, geil ist gegen Infanterie. Boomer, andere infanteristische Jagdpanzer oder sowas. Projektur, Infanteriepanzer zum Beispiel. Oder ein Typ auf dem Kamel gut gegen andere Typen sind. Oder ein Elefant generell gegen alles, was Gutes ist. Sollte auch klar sein, oder? Und das ein Haufen Priester. Wenn die, naja, sehr viele sind und Steine werfen, dass die gut sind. Gegen alles, was angelaufen kommt, sollte auch irgendwie logisch sein, oder? Naja. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Da ja Wording oder das richtige Benutzen von richtigen Wörtern nicht mehr modern ist, wisst ihr Bescheid, ne? Es ist ja nicht mehr en vogue, die richtigen Wörter für die richtige Sache zu benutzen. Habe ich heute gelernt. Ja. Naja, wir haben heute besprochen, dass dass Redundanz eine, dasselbe ist wie ein Backup. Achso. Naja, ist mal grundlegend was anderes. Redundant ausgelegte Systeme sind keine Backups. Why? Everybody be. The word is the word. The bird, bird, bird. So sieht's aus. Bird is the word. So. Jetzt sind ja schon wieder Sachen gebaut worden. Also sieht halt so aus, als wäre es echt noch nur noch Reste nageln. Ach, jetzt habe ich es doch gesetzt, ne? So. Oh, wir werden Pegasi flüchten. Du baust mal 10. Du baust mal 10. Du brauchst die anderen 10. Ach, dann kannst du ja bestimmt auch nochmal 10 bauen, oder? Ich weiß nicht, das Caps, glaube ich, war 40, 50 oder so. Oh Gott. So, jetzt machen wir den mit allem fertig, was wir besetzen. Oh. Ja, dann darfst du mal rausspielen, ne? Der Pharao sprach, gib mir was zum Gucken.
into you. Ear at you. In which? Ja, nun sind wir fast da, vollzählig. Du produzierst mir hier noch ein paar Elefanten. Into you. You refer. Rig. Up. Up. You higher. Ja, jetzt haben wir unseren eigenen Titanos, der sich für uns prügeln kann. Was? Nur 39? Ach, der andere ist da. Das Witzige ist, hier passen keine 40 dran, aber das sagen wir lieber nicht. Und jetzt scheißen wir den halt mit Einheiten zu, bis er schreit. Das heißt, wir suchen uns noch an den anderen Stellen die ganzen Festungen raus, wenn wir noch welche rumstehen haben. Das dürfte es dann aber auch gewesen sein, oder? Ja. Mandela ist bestimmt links. Ich glaube, ja, da sieht man irgendwas zu reiken. Ron muss auch noch irgendwo. Oh, ganzen Esel stehen da. Kleine Piepmatz. So, Randale machen. Wenn wir ihn einfach ein paar Tempel hinschmeißen. Ihr Handschuh. Gesundheit. Ihr Handschuh. Träne, Handschuh, Träne, Handschuh, Träne. Handschuh. You know. Das ist ein Zitat aus TFT. Ja. Oh ja. Ich wollte keinen Dorfbewohner töten. Mein rechter Platz ist frei. Hast du Platz für einen anderen? Krass, dass die noch gar nicht getriggert werden, obwohl du schon so nah dran bist. Ja. Aber ja, bemerkt, weil keiner. Ach, guck mal, da baut er sich noch eine Fischerhütte. Jetzt fühlt er sich getriggert. Kam auch ein paar mehr. Weil er halt nicht mehr frontal angegriffen wird, ne?
So, noch Reste vernichten hier. Was ist das? Die Chimäre. Chimäre? Mhm. Nee. Doch. Der komische Gollum da unten. Das ist Polymephos. Polymephos. Ah. Wow. Polyphemus, Entschuldigung. Polyphemus. Polyphemus. Bringen die zum Angreifen. Wenn er stirbt, dann hinterlässt er halt. Was doch den nicht bei Assassin's Creed gekillt hat, oder? Ja, genau das ist er. Mhm. Ich habe letztens sogar auch Medusa gekillt. Mhm. Das war lustig. Ja, unsere Einheiten brechen ein bisschen ein hier, ne? Oh. Das sind viele. Fünfundzwanzig Leute bei Fleisch und 0 bei Holz. Ja. 2 bei Gold. Oh, unser Titanus, der ist zwar gleich tot. Wir machen zum Beispiel wahrscheinlich noch nicht mal ein Gold. Oh Gott! Oh! Das ist irgendwie auch bad. Die wollen da rein und dann. In der Gelände. Mhm. Ich hab schon. Clear. UIR. Into you. At you. Into you. Ear at you. Platsch. Also unser Titan ist auch ja im Boden verschwunden. Ja, das geht leider nicht. Aber das geht. Weg. Alles weg. Außer blau und grün. Mhm. Und braun. Braun hat irgendwo noch was. Wahrscheinlich links an der Ecke. Oder hat er sich unten in die Ecke gezwiebelt? Keine Ahnung. Into you.
Die Wahl. Schnitzel ich alle weg? Oder baue ich etwa das Weltwunder? Ein Geheimnis, das darf doch keiner wissen. Naja. All-you-can-eat-Buffet. Snacks sie alle weg? Es ist halt möglich. Jetzt prügeln wir uns da noch weiter rein. In Wedge. Wenn was mit Hexe. Sandwich. Eine Sandhexe. Sandwich. Oh Gott. Lol. Into you. Mein innerer Monk sagt mir, finde Braun. Finde Braun und töte ihn. Wo ist Walter? Kann überall auf der Map sein. Stell mal vor, er klopft jetzt an deine Wand. Klapp, klapp. Lass mich rein! In which? Kann passieren. Into you. Into you. Mach doch den Hafen kaputt dort. Da gehst du gerade hin. Also. Kommen immer wieder neue Schiffe raus. Ja, der hat halt ganz viel Holz. Ganz viel Holz. Holz. Jetzt hat sich das mit dem Holz aber auch erledigt. Knick, schnack, weg. Ah, das sind Poseidons, oder? Ja. Kleine Fischerboot. Da, 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 da. Nun? Weltwunder! Oh Gottchen. Oh. Ja, den Flex wollte ich halt noch bringen, ne? Into you. Sieht aus wie eine Boyband da in dem Kreis. Mit den Steinwerfern. Sie, wenn man eine Arbeitsschlange aufbaut, halt immer noch so eine Sekunde auf Watt Globalcool dann haben, ist halt auch irgendwie ein Meme, ne? Snack. Into you. Spielen gegen diese Uhr und gegen die Uhr links. Into you. Ja, eigentlich noch irgendwas ausgebildet, ja. Der darf nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht mehr.
So, was haben wir hier? Helden machen mehr Schaden, Bogenschützen machen mehr Schaden, Waffenkammer günstiger und Dorfbewohner erledigen Tier mit einem Schuss. Und Angriffsschaden der Kavallerie gegen Titan. Haben wir noch irgendein Pony? Pony? Ja, wird leider nicht angezeigt. Aber hier sehen wir auch die ganzen Reliquien, die wir eingesammelt haben. Plus 6, also nur 6 Geschwindigkeit. 12,5 Leben, das ist übrigens prozentual. Das schon mal nicht. Ja, hier hätte er auch nicht. Muss man nach der anderen Kavallerie suchen. Haben wir nochmal bei denen. Ja. Da seht ihr auch die Prozent, wie viel günstiger sind. Range Attack Reichweite ist auch schon krass. Ne? Durchschlagsschaden. Das ist dieses. Müsste das sein mit den gezackten Pfeilen. Ja gut, wird nicht angezeigt. Das müsste ja unsere Kavallerie sein. Oder? Na, das hier halt. Aber. Leider nein. Nicht angezeigt. Ach, das sind noch keine Esel. In which? Ja, den knockt ihr jetzt auch mit einem Schuss weg, ne? Bumm. Into you. No. Gereg. In each reg. By you. Das sollte es dann noch gewesen sein. Jetzt in 5 Minuten ist das Spiel eh um. So. Boom. Ja. God bless, wenn da jetzt noch irgendwo eine Einheit rumgestanden hätte. So, jetzt gehen wir mal in die Postgame-Stats. Boah, wir haben es geschafft. Fast 100.000 Punkte. Hätten wir noch ein bisschen gewartet oder so. Ja gut, Athen hat halt richtig geboomt in der Wirtschaft. Dafür war ein Militär. Ja gut, Weiterentwicklung haben wir da. Es gibt ja nicht so viele. Aber Mythologie haben wir für nicht viel. Wirtschaft, Gold aus Handel, ne? 170.000. Wir haben die meiste Gunst gesammelt. Oh. Ja, war klar, dass aber Troja Holz hat und Athen 100 Millionen Nahrung. Also Militärsoldaten, getötete Soldaten, ne? Wir haben ziemlich viele Soldaten verloren. Ne? Ja, da sind wir immer noch viel zu langsam. Ja gut, Kamelreiter und es war klar, dass die Sphinx bei rumkommt. Wir haben 36 Reliquien geborgen. Ja. Die Statistik. Oh. Ja, also wir sind das hier, der Blaue. Wir waren nie wirklich oben, aber wir haben sie umgehauen. Hätten die jetzt alle gegen uns gekämpft, ne, wäre das anders gelaufen. Und hätte der eine, der, also die zwei Teams, die alleine gespielt haben, mit jeweils einen, dann wäre das auch anders gelaufen. Gunst, ja gut. Ja. Das hat das Team Gold und jeweils das Team Holz, ne? Individuell. Ja, Troja hatte ganz viel Holz, das haben wir mal rausgefunden. Gold. Ne? Gunst. Ah, der leckt ein bisschen gerade, aber ist halt so. Naja. Jetzt scheint das Spiel abgestürzt zu sein, aber das war's von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war Rock Valley und euer Georg Graurot. Haut rein, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.